Hola, buenas noches, einen schönen guten Abend. Ja, hier wieder euer Maurice Klingenschmidt von Essa Real Estate Mallorca. Wir sind heute hier wieder am Stadtstrand von Palma, direkt hinter dem Kongresspalast von Palma an der Stadteinfahrt. Ja, ein paar Meter zu Fuß hier vom wunderschönen Viertel Portichon entfernt. Und ja, Ende Januar und wie ihr seht, mit einem Pullover, mit einem dünnen Pullover, das ist gar nicht dick und ohne Parker und ohne Wintermütze. Das ist ganz angenehm, das kann man aushalten und in diesem Sinne hoffen wir, dass viele das vielleicht animiert, mal wieder auf die Insel zu kommen. Wir haben heute ein Thema, das wir mit euch besprechen wollten, um vielleicht einfach mal klarzustellen, wie aktuell die Corona-Lage, nicht nur die Corona-Lage allgemein, sondern einfach auch die Sicherheitsstandards denn auf Mallorca sind und ob, ja, ob das gerechtfertigt ist, dass denn aktuell in den deutschen Medien einfach so extrem propagiert wird, dass das eben in Mallorca oder dass man überhaupt nicht reisen sollte und ob das aus unserer Sicht gerechtfertigt ist. Also wir müssen dazu sagen, es gibt natürlich in erster Linie mal wissenschaftliche Belege dafür, dass das Ansteckungsrisiko im Flieger durch die Filteranlagen relativ gering ist. Das ist also mal der erste Punkt, weil wir oft ja gesagt bekommen, ja, in den Flieger steigen, das ist ja, ne, und das ist also wissenschaftlich bewiesen de facto. Das ist also ein Punkt, den wir mal ansprechen wollten. Und wir wollten einfach euch auch mal aufklären, wie denn die Lage hier auf Mallorca und wie vor allen Dingen auch das Gesundheitsnetz funktioniert. Und da muss man natürlich sagen, jeder Bundesbürger, jeder deutsche Bundesbürger hat grundsätzlich natürlich auch hier, auch in einer Reise in einem Hochinzidenzgebiet oder in einem Risikogebiet oder wie man das jetzt auch nennt, dass natürlich jeder Bürger, der hierher kommt mit seiner europäischen Krankenversicherungskarte, natürlich Anspruch hat auf Betreuung in einem Krankenhaus hier. Und die Krankenhäuser hier, muss man sagen, sind sehr gut. Wir haben hervorragende Standards hier, also nicht nur in den Privatkliniken, sondern tatsächlich auch in den staatlichen Krankenhäusern. Da ist beispielsweise das Universitätskrankenhaus Sonne Espaces aufzuzählen. Es ist ein hervorragendes Krankenhaus. Es ist groß, das ist relativ neu. Ich meine, das steht 15 Jahre jetzt oder 10, 12 Jahre in dem Bereich, länger nicht. Und das ist also wirklich ein Krankenhaus, das mit allem ausgestattet ist. Es gab in den letzten, Stand Ende Januar, 27. Januar, heute immer noch, es gab in den letzten Wochen also eine Absenkung wieder der Intensivbetten, wo man auch sagen muss, ja, ist das denn dann gerechtfertigt, dass man sagt, man soll jetzt gar nicht nach Mallorca reisen oder allgemein nicht reisen? Ich denke, das sollte in erster Linie jeder für sich selbst entscheiden und natürlich entsprechend seines Gesundheitszustandes und seiner körperlichen Verfassung. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, wo wir sagen, das ist natürlich in erster Linie mal jedem selbst überlassen. Aber wir wollten einfach einmal darüber informieren, dass wir tatsächlich ein wunderbares, exzellentes Gesundheitssystem hier haben, auf Mallorca, in Spanien auch, auch wenn man das natürlich oftmals so über den Tellerrand nicht sieht oder im Herkunftsland nicht sieht, weil man dementsprechend da einfach nicht vertraut ist. Aber es ist so, wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, wir haben keine überlasteten Intensivbetten, das muss man ganz klar sagen. Wir haben gerade gestern stand in der Ultima Hora, also in der wichtigsten Zeitung der Balearen und auch von Mallorca, dass die Zahl der Intensivbetten wieder gesenkt wurde. Und das ist natürlich sehr gegensätzlich zu der Berichterstattung, die man eben in Deutschland oder in Nordeuropa gerade allgemein sieht, auch in der Schweiz. Wir haben auch Schweizer Kunden und da ist es also genau dasselbe. Und ich denke, das ist vielleicht mal eine wichtige Information für jeden Einzelnen, der sich mit dem Thema Mallorca beschäftigt, der sich mit dem Thema eines Immobilienkaufs auf Mallorca beschäftigt und der allgemein die Idee hat, hierher zu kommen in diesen Zeiten. In diesem Sinne hoffen wir, das war wieder informativ. Senden euch ja nicht mehr viel Sonne, weil die ist weg. Aber Juanito schwenkt nochmal auf den roten Himmel, den ihr seht und hasta luego!